Einen schönen guten Morgen, ganz herzlich willkommen zur Pressekonferenz und Eröffnung der Ausstellung Campus Deutsche Bundesbank, Entwürfe für den neuen Campus der Zentrale der Deutschen Bundesbank in Frankfurt, hier im Deutschen Architekturmuseum. Die Ausstellung zeigt alle 29 Entwürfe des kürzlich abgeschlossenen Architektenwettbewerbs. Wir informieren Sie heute detailliert über die Entscheidung des Preisgerichts und beantworten Ihnen natürlich auch alle Fragen im Zusammenhang mit unserem Campusprojekt und den auf dem Campus geplanten Neubauten. Wir haben Corona-bedingt ein etwas ungewöhnliches Format gewählt. Dies hier ist eine Pressekonferenz. Journalisten sind auch anwesend im Auditorium des Architekturmuseums. Aber es ist zugleich auch die virtuelle Ausstellungseröffnung. Und deshalb begrüße ich nicht nur die Anwesenden, sondern ich begrüße auch alle, die uns jetzt online digital folgen. Und neben mir haben Platz genommen Professor Arno Lederer, Architekt, Vorsitzender des Preisgerichts. Bis 2015 leitete er das Institut für öffentliche Bauten und Entwerfen an der Universität Stuttgart, hat eine Bindung zu Frankfurt und zum Deutschen Architekturmuseum, Anfang der 2000er Jahre Mitglied in dessen Beirat und er gehört auch dem Gestaltungsbeirat für das Dom-Römer-Areal an. Neben Herrn Lederer Johannes Beermann, auch er war Mitglied im Preisgericht, im Vorstand der Deutschen Bundesbank, unter anderem zuständig für den Bereich Bau. Neben Herrn Beermann Mike Josef, auch er war im Preisgericht, Planungsdezernent der Stadt Frankfurt. Und neben Herrn Josef Günter Hoffmann, Architekt, Vorsitzender des Gestaltungsbeirats der Deutschen Bundesbank, war auch Mitglied im Preisgericht, also 4 Mitglieder des Preisgerichts haben Sie heute hier anwesend. Und Herr Hoffmann war Leiter der Abteilung Bauwesen, Bauwirtschaft und Bundesbauten im Bundesbauministerium. Und Herr Beermann, Sie haben als Erster das Wort. Ganz herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Herr West, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie erlauben mir, dass ich als Erstes die Preisträger ganz herzlich begrüße, denn das wird heute auch ein wesentlicher Teil der Eröffnung sein. Und wegen den Preisträgern sind wir ja auch schließlich hier, sehr geehrter Herr Josef, sehr geehrter Herr Lederer, lieber Herr Hofmann, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ich darf Sie ganz herzlich zur Eröffnung der Sonderausstellung Campus Deutsche Bundesbank hier im Deutschen Architekturmuseum begrüßen. Ich möchte auch ganz besonders diejenigen begrüßen, die uns in meiner Jugendzeit, hieß es immer draußen an den Bildschirmen, zuschauen, die also im Stream dabei sind. Und ich hoffe, Sie haben ein ähnlich schönes Erlebnis wie wir, die wir nachher noch durch die Ausstellung gehen können, hoffe ich. Und dann auch vor allem die Gelegenheit, diese mal hier im Deutschen Architekturmuseum anzuschauen. Ganz herzlichen Dank an das Deutsche Architekturmuseum, denn es gibt kaum einen schöneren Platz als das Deutsche Architekturmuseum hier in Frankfurt, wo man dann also die Gelegenheit erhalten kann, die 29 Entwürfe unseres Wettbewerbs auch anzuschauen. Meine Damen und Herren, der Abschluss unseres Architektenwettbewerbs, der ja durch diese Ausstellung dokumentiert wird, ist ein weiterer Meilenstein in der Fortentwicklung unseres Campusprojektes. Ich darf daran erinnern, 2016 hat der Vorstand der Deutschen Bundesbank eine Ein-Standort-Strategie festgelegt. Wir haben fast 5000 Mitarbeiter hier in Frankfurt, aber an verschiedenen Standorten, die meisten bei uns draußen in Bockenheim, aber auch sehr viele hier in der Innenstadt. Und der Vorstand hat damals beschlossen, dass die 5000 Beschäftigten auf einem Gelände zusammenarbeiten sollen. Das bedeutete zwei Dinge. Die Renovierung des Haupthauses war ohnehin fällig, aber da in dem Haupthaus eben nicht alle untergebracht werden können, es muss zusätzliche Bauten geben. Das war die Konsequenz. Und jetzt nimmt das größte Bauprojekt der Bundesbank seit ihrem Bestehen, und es ist, vermute ich, eines der größten Hochbauprojekte, die wir in Deutschland haben, weiter Form an. Den Rahmen für alle Entwürfe, die bei unserem Architektenwettbewerb, und zwar für die Neubauten, eingereicht wurden und in dieser Ausstellung zu sehen sind, bildete das städtebauliche Gestaltungskonzept von Ferdinand Heide, Architekten. Die Leitidee seines Entwurfs ist ein Zusammenspiel kraftvoller Architekturen in einem parkartigen Gelände mit altem Baumbestand. Protagonist, meine Damen und Herren, in diesem Ensemble ist und bleibt natürlich das Haupthaus
der Bundesbankzentrale in der Bautradition des Béton Brut, das von 1967 bis 1972 erbaut wurde, nicht abgerissen, sondern grundsaniert wird. Dem städtebaulichen Wettbewerb folgte dann der Architektenwettbewerb, also der nächste Schritt. Es geht um Neubauten von rund 100.000 Quadratmeter oberirdischer Bruttogrundfläche für Büros, dann ist ein Konferenzzentrum geplant, eine Kindertagesstätte, Sportstätten, ein Gastronomie-Pavillon, das ist das, was man, glaube ich, früher Kantine nannte, Tiefgaragen und viel Infrastruktur, also ein Logistikzentrum. Also eben alles das, was man dann in einer solchen kleinen Stadt mit 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tatsächlich braucht. Das Preisgericht, es bestand aus namhaften Architekten, ganz herzlichen Dank, das waren vor allem die Fachpreisrichter, wenn ich das richtig im Kopf habe, Günter Hofmann, also aus Fachpreisrichtern und Sachpreisrichtern und als Sachpreisrichter auch Vertreter der Stadt, vielen Dank Herr Josef, und Vertreter der Bundesbank, unter anderem mit mir. Wir hatten 29 Entwürfe eingereicht bekommen, wir sollten 6 Preisträger auswählen und wir haben 2 Anerkennungen vergeben, weil eben 2 Arbeiten uns so wichtig erschienen, dass sie gesagt haben, das ist im Grunde genommen pfiffig, auch wenn sie für uns nicht in Frage kommen. Der erste Platz, meine Damen und Herren, wurde dem Entwurf von Morger Partner Architekten AG zuerkannt. Das Architektenbüro aus Basel hat den städtebaulichen Rahmenplan in sehr interessanter Weise weiterentwickelt. Das Bürogebäude West, also eines von dreien, wurde auf die gleiche Länge wie die anderen beiden Büroneubauten verkürzt. Da können Sie den Unterschied zum ursprünglichen städtebaulichen Rahmenkonzept von Ferdinand Heide Architekten erkennen. Da war das westliche Stück ein bisschen länger. Und nach Westen wird ein 4-geschossiger Baukörper ergänzt, der ein spannungsvolles Gegengewicht zum Hauptkassengebäude, was dort jetzt steht und stehen bleiben soll, bildet und dieses so auch neu in Szene setzt. Die linear angeordneten, sehr klaren und schlichten Baukörper unterstreichen die Solidität der Bundesbank. Architektur und Funktionalität gehen eine Symbiose ein. Wertige, moderne Architektur vom Büro Morger Partner Architekten treffen auf nüchterne Effizienz bei gleichzeitig hoher Arbeitsplatzqualität. Die neue Architektur spiegelt mit dem Haupthaus und den 3 identischen Scheiben rechtwinklig davor die Deutsche Bundesbank auch in ihrer Entwicklung wieder. Unabhängig und stark aus Tradition, Teil des Eurosystems mit anderen nationalen Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank. Das Preisgericht und der Gestaltungsbeirat der Bundesbank haben dann nach dem Wettbewerb dem Vorstand empfohlen, alle geplanten neuen Bürogebäude auf der Basis dieses besonders gut gelungenen Entwurfs umzusetzen bzw. weiterzuentwickeln. Dafür darf ich den Preisrichterinnen und Preisrichtern an dieser Stelle nochmal ganz herzlich Dank sagen. Es war auch für mich, lieber Professor Lederer, die Sie als selbst mehrfach preisgekrönter, das souverän geführt und gesteuert haben, ein besonderes Erlebnis, ne, Herr Josef, mal 2 Tage sich so intensiv und in so fachkundiger Runde mit Architektur auseinandersetzen zu dürfen. Der Entwurf für Morger Partner Architekten ist eine kluge, eine gute und eine klare Empfehlung, die von den Preisrichterinnen und Preisrichtern gegeben wurde. Auch dafür bin ich dankbar. Der Bundesbankvorstand folgt den Empfehlungen des Preisgerichts und des Gestaltungsbeirats. Das hat er so entschieden. Jetzt, das wissen Sie alle, stehen Verhandlungsverfahren an. Wir gehen davon aus, weil wir auch jetzt noch in dem Zeitraum liegen, auch in diesem Jahr, den wir uns vorgenommen haben. Es hat also beim Architektenwettbewerb keinerlei Verzögerungen gegeben. Das ist Gott sei Dank im Zeitrahmen geblieben. Wir gehen davon aus, dass wir im nächsten Jahr mit den Verträgen unter Dach und Fach sind. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich darf das Wort an Herrn Josef weitergeben und danach wird Herr Lederer noch mit seiner wunderbar architektonischen Wortgewalt uns in die... Doch, das habe ich wirklich sehr schätzen gelernt. Das ist unglaublich. Das ist, also, das, mich fasziniert das. Ich liebe Sprache und diese Wortgewalt und die Beschreibung, das auf den Punkt bringen, die Präzision,
ist etwas, was ich an Ihnen, Herr Professor Lederer, sehr bewundert habe. Und das können wir dann nach Herrn Josef genießen. Bitte, Herr Josef. Sehr geehrter Herr Beermann, Herr Lederer, Herr Hoffmann, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen, halb digital, halb analog. Ich will ganz offen sagen, für mich ist es ein ganz besonderer Tag, weil ich auf den Tag genau heute vor 4 Jahren Planungsdezernent geworden bin. Wir hatten am 15. Juli 2016 die Wahl. Vor 1,5 Jahren, am 15. Januar 2019, Herr Beermann, hatten wir die Eröffnung, der neue Campus bei Ihnen im Hause und stehen heute vor dem Ergebnis. Ich finde, es gibt einiges zu sehen bei den 29 Entwürfen und deswegen hat sich meines Erachtens auch das Kommen gelohnt. Ich will 2 Punkte hervorheben. Zum einen das Ergebnis, auch stadträumlich, aber vor allem auch den Prozess, die Prozessstruktur, bis wir zu diesem Ergebnis gekommen sind. Nicht nur mit dem Beirat, sondern wir haben ja, und das finde ich im Nachhinein sehr klug gewählt, wir haben zwar Vorgaben gemacht, sowohl für den städtebaulichen Wettbewerb in dem ersten Aufschlag als auch für den architektonischen Realisierungswettbewerb, haben aber innerhalb dieser Vorgaben auch eine Flexibilität zugelassen, um am Ende gemeinsam die beste Lösung auszusuchen. Und deswegen merkt man auch, wenn man sich anschaut, wo wir herkommen und wo wir am Ende gelandet sind, dass es immer eine Weiterentwicklung des Rahmenplans gab mit, wie ich finde, einem sehr guten Ergebnis. 29 Entwürfe, muss ich gestehen, war für mich auch ein Novum in 2 Tagen. Das muss man erstmal hinbekommen. Ich muss aber auch gestehen, in meiner 4-jährigen Amtszeit habe ich es selten erlebt, dass wirklich so konzentriert und an der Sache orientiert 2 Tage lang im Rahmen eines Wettbewerbs gearbeitet worden ist. Das Ergebnis, und das war für uns wichtig, ermöglicht das Ergebnis von Morge Partner Architekten zum einen einen Weiterbau oder eine Weiterentwicklung des Rahmenplans von Ferdinand Heide, das war die Grundlage. Das Ergebnis ist eine Weiterentwicklung, ich habe es eingangs gesagt, und vor allem ist das Ergebnis die Möglichkeit der Bundesbank an ihrem traditionellen Standort, und das freut mich umso mehr, weil ich weiß, dass rund um den Standort momentan einigermaßen viel passiert, die Zusammenlegung und Zusammenfassung von fast 5000 Mitarbeitern ermöglicht werden, und zwar an dem Standort, an dem traditionellen Standort, den wir eben von Seiten der Bundesbank kennen. Wichtig war uns als Stadt auch, und ich glaube auch der Bundesbank, das haben wir ja lange diskutiert, dass bei der Weiterentwicklung des Areals trotzdem die Sichtachse und die Blickachse auf das Hauptgebäude, das letztendlich prägend ist für die Bundesbank, aber auch für uns als Stadt Frankfurt, dass quasi diese Institution mit dem Hauptgebäude, wenn man sich die Nachrichten anschaut, dann sieht man sehr oft dieses Gebäude, und das wird nun mal identifiziert mit der Stadt Frankfurt, dass quasi diese Identifikationsstruktur auch weiterhin über die Blickachsen ermöglicht werden, und das wird es eben mit dem Entwurf. Es lässt so viel Freiräume zwischen den Gebäuden, dass immer das Hauptgebäude als prägendes Bild bestehen bleibt auf dem jetzigen Campus der Bundesbank, und das war uns nun mal wichtig. Die Bundesbank hat seit Bestehen, wie ich finde, Frankfurt sehr positiv geprägt. Der Standort der Zentrale an der Grenze, das war oder ist vielen, glaube ich, auch nicht bewusst, das ist noch gerade so das Westend, das ist an der Grenze des Westends zu den Stadtteilen Ginnheim und Dornbusch, wurde in den 60er Jahren gemeinsam mit dem Miquel-Knoten und dem Ginnheimer Spargel entwickelt und im Übrigen auch mit der modernen Siedlungserweiterung, dem Siedlungsbau rund um die Bundesbank. Deswegen hat die Bundesbank immer positive Effekte auch für die Stadt Frankfurt mitgebracht. Von daher schätze ich mich als Stadt, als Vertreter der Stadt Frankfurt tatsächlich auch sehr glücklich, nun innerhalb dieses Kontexts eine Erweiterung rund um das prägende Hauptgebäude ermöglichen zu können. Und zwar in einer Geschwindigkeit, würde ich sagen, in einer Zeit, das zeigt sich nun mal auch, dass Wettbewerbe, dass gute Abstimmung auch dazu führen, trotzdem im Zeitplan zu bleiben und ganz im Gegenteil sogar Prozesse zu beschleunigen, eben hier die Campuslösung konkretisieren zu können und realisieren zu können. Im städtischen Gefüge mit Grüneburgpark, Niederpark und der erneuten Platensiedlung, wir erweitern die Platensiedlung um 680 Wohneinheiten, den Sportflächen, der geplanten Ringstraßenbahn, der U4-Verlängerung Richtung Ginnheim, erhält der Standort eine attraktive Umgebung und wertet sie eben ihrerseits auch auf. Durch all diese Vorhaben wird die Gegend, glaube ich, nördlich der Frankfurter Innenstadt. Momentan ist es ja eher noch am Rande der Stadt, unweit des Campus der Goethe-Universität, stark verändert. Und ich glaube, sie wird auch nicht mehr diese periphere Lage
auch im Bewusstsein der Stadt Frankfurt und der Menschen haben, sondern sie wird stärker in das Zentrum des Geschehens und in den Blick der Frankfurter rücken und das ganze Umfeld wird von der Weiterentwicklung der Bundesbank profitieren. Aus meiner Sicht ist es vor allem der städtebauliche Gewinn, der den Siegerentwurf auszeichnet, Bestandsgebäude, ich habe gesagt, und den Anforderungen an einen modernen Büro- und Arbeitsstandort, das war der Bundesbank sehr wichtig, werden hier realisiert und umgesetzt. Für uns als Stadt Frankfurt ist es insgesamt wichtig, mit dem Standort der Bundesbank und der Erweiterung deutlich zu machen, dass wir weiterhin Finanz- und Bankenstandort in Deutschland sind, dass der Bankenfinanzstandort positive Effekte auf die Weiterentwicklung der Stadt Frankfurt hat und dass man nie eine einzelne Realisierung eines Projektes unabhängig von weiteren Projekten betrachten kann, sondern immer auch positive Effekte für in diesem Sinne der Stadt Frankfurt, aber insbesondere auch für den Stadtteil rund um den Bundesbank mit sich bringen. Das war ja auch große Diskussion bei uns im Wettbewerb. Ich persönlich kann sagen, die Perspektive, die hier gegeben wird, ist sehr positiv. Ich glaube, Sie teilen auch die Einschätzung. Wir haben es uns nicht leicht gemacht in dem Preisgericht, haben lange darüber diskutiert, was die richtige Entscheidung ist für die Bundesbank, aber auch für den Stadtteil und für die Stadt Frankfurt. Und ich glaube, wir haben die richtige Wahl hier für uns insgesamt gewählt. Ich kann mich glücklich schätzen, daran teilgenommen zu haben in den letzten 2 Jahren und hoffe, Herr Beermann, dass wir das jetzt relativ zügig und zeitlich in die Realisierung bringen. Ich will mich ganz herzlich bedanken und das meine ich wirklich so, dass die gute Zusammenarbeit verlässlich, vertrauensvoll. Man darf sich ja das nicht vorstellen, dass man sich da zusammensetzt und dann ist man von Anfang an gleich einer Meinung, sondern da gab es durchaus auch mal kontroverse Diskussionen, die sehr vertrauensvoll geführt worden sind im Sinne eines guten Ergebnisses. Dafür darf ich mich bei der Bundesbank sehr, sehr herzlich bedanken. Sie sind wirklich ein unheimlich wichtiger und guter Partner gewesen und werden das in den nächsten Jahrzehnten auch sein. Es freut mich, dass wir diese Perspektive gemeinsam geschaffen haben. Vielen herzlichen Dank. Dann, Herr Lederer, wollen Sie auch hier vorne hinkommen? Nee, ich habe bloß so ein kleines Ding, und falls ich mich verhasple. Vielen Dank einmal für die Einladung. Vielen Dank übrigens auch, dass ich das Preisgericht führen durfte. 2 Tage, die waren wirklich intensiv und die waren gut. Ich glaube nicht nur, ich bin der festen Überzeugung, Herr Josef, dass wir die beste Arbeit gefunden haben. Die Preisgerichtssitzung ging deshalb, wird ja immer gesagt, das war sehr konzentriert und war gut und tatsächlich war es auch so. Die Preisgerichtssitzung war deshalb so gut, weil die Arbeit gut vorbereitet war. Und das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung, dass man im Preisgericht hinterher gut arbeiten kann. Wir hatten schon bei der Vorbesprechung, die übrigens immer wichtig ist, eigentlich kaum essentielle Fragen. Es waren nur 2, die wirklich entscheidend waren, nämlich die: Wie weit muss man sich an die Vorgabe von Ferdinand Heide binden? Das war eine lange Diskussion, nämlich den Unterschied zwischen muss und soll herauszukriegen. Und wir Architekten sagen immer, damit es offener ist, macht soll und macht nicht muss. Und das war, glaube ich, eine entscheidende Weichenstellung für den Wettbewerb. Und das Zweite war, und das war auch wichtig für den Verlauf des Preisgerichtes, dass wir sagten, wir wollen nicht wissen, wer teilnimmt. Es waren ja Bewerbungsverfahren, ich glaube 120 oder 150 waren, war offen. Und dann kamen hinterher 30 Büros raus. Und wenn das nicht im Programm die Namen drinstehen, das ist irgendwie eine Erleichterung. Und deshalb war das gut, dass wir das nicht wussten. Das heißt, diese Frage Spekulation oder was einem im Kopf rumgeht, bei allen immer wieder, fand überhaupt nicht statt. Wir waren völlig frei und unbefangen. Das Preisgericht tagte 2 Tage intensiv, übrigens auch kulinarisch gut. Das ist ja wichtig, ja, muss ich wirklich sagen, vielen Dank, gut begleitet. Und wir hatten 2 Rundgänge. Im ersten Rundgang, Sie kennen das ja wahrscheinlich, die meisten von Ihnen, zuerst gibt es einen Informationsrundgang, übrigens hervorragend vorbereitet von dem Büro Ettinger Brinkmann, Herr Wallberg sitzt da, die haben uns durch die Arbeiten durchgeführt. Das war ein relativ langer Prozess, da wurde auch manche haben gesagt, dauert es nicht zu lange. Aber ich glaube, dass diese Informationsrundgänge, wo die Vorprüfung, die ja die Arbeiten kennt, bis in das Detail, wenn die einem das erklären, dass man dann schneller hinterher einsteigen kann und dann auch schneller urteilen kann, weil dann schon die Arbeiten mit ihrem Grundriss und mit ihrem Schnitt drin sind.
Es ist ja immer verfänglich in Preisgerichten, aber das kriegst du nicht raus, in allen Preisgerichten, wo man tätig ist, dass man sagt, lass doch die Visualisierungen weg, wir gucken nur die Grundrisse und die Schnitte und die Lagepläne und die Zeichnungen an, aber nicht die Fotos, weil Fotos sind immer Werbefotos. Das sage ich hier ausdrücklich, wir haben zwar wahnsinnig schöne Bilder gekriegt, das sind auch super Werbebilder, aber es ist ein Moment, der so nie erreicht wird, denn wir sind am Anfang einer Planungszeit, die ja mehrere Jahre dauert. Wir wollen Konzepte und wir wissen, dass diese Konzepte entweder belastbar sind, dynamisch sind oder dass sie ein Ende haben und nicht sehr viel weiterkommt. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied zu dem, was man sieht. Und ich sage das, weil hier die Presse sitzt und dann guckt man immer die Bilder an und ich finde die auch schön und wir machen die auch im Büro. Aber die Grundrisse, also die Partitur, ist entscheidend, dass man die lesen kann. Und dazu ist ja auch das Preisgericht da, dass es Fachpreisrichter gibt und Sachpreisrichter, dass man da einsteigen kann. Wir hatten also zwei Rundgänge dann, die waren dann auch noch intensiv. Beim ersten Rundgang werden Arbeiten ausgeschieden, die müssen einstimmig ausgeschieden werden. Also muss das ganze Preisgericht einig sein, wenn einer die Hand hält und sagt, ich möchte die Arbeit drin haben, dann bleibt die Arbeit drin im zweiten Rundgang oder im dritten Rundgang, wenn es den da je gibt, aber den gab es hier nicht, ist das dann eine mehrheitliche Abstimmung. Und da wird diskutiert vor den Arbeiten. Sie sagten es ja, es ist ein Lernprozess, übrigens für alle. Weil die Auseinandersetzung ist ja nicht nur die von über Architektur, sondern sie ist auch umgedreht die, was wollt ihr denn oder wie tickt die Bank oder, und das war uns natürlich völlig fremd, muss man schon dazu sagen, weil es nicht wie eine normale Kreissparkasse oder wie Deutsche Bank oder sonst was geht, sondern weil es ein anderes Institut ist. Das zu lernen ist wichtig. Ich fand auch sehr gut die Auseinandersetzung über die Frage, wie sind die Arbeitsplätze der Zukunft beschaffen? Wie ist die Sicht von innen? Und das hat uns in der Diskussion sehr bewegt. Und wir hatten dann eine engere Wahl getroffen, die will ich schnell zeigen. Wenn wir daraus entwickeln sich ja dann aus der engeren Wahl die Anerkennungen und die Preise. Anerkennungen sind Arbeiten, die man nicht bauen kann, sondern die Ideen haben, die jetzt den Blick auf das endgültige Ergebnis schärfen, also in Einzelbereichen. Das ist die Arbeit von Max Dudler und die ist gut, dass die am Anfang steht, weil viele Architekten, das kennen Sie ja, die kriegen etwas vorgesetzt und sagen, da gibt es einen Lageplan, da hast du dich danach zu richten und dann probieren die das gleich mal anders zu machen. Das liegt einfach in der Natur der Sache, andere halten sich daran, weil man da vielleicht sicherer ist. Und manche denken, kann man es anders machen. Er macht es anders, wenn Sie das im Lageplan angucken, weil er die nicht übernommen hat, die Planlagefigur von Ferdinand Heide. Tut nicht, aber Sie sehen es oben, also die Pläne sind genordet, unten sehen Sie den langen Riegel vom Bestand und dann sehen Sie links im Westen den langen Riegel, den Ferdinand Heide gezeichnet hat und rechts sehen Sie aber den dann wieder horizontal, also parallel zum Altbau. Und das hat uns nicht sehr überzeugt, da gab es auch Arbeiten, das sehen Sie nachher oben. Ich sage eine vom ersten Rundgang, Christian Gantenbein, übrigens alle Büros, die teilgenommen haben, hinterher merkt man das, es waren alles Profis, also alles super Büros, das muss man wirklich dazu sagen. Es gibt keine Arbeit in dem ganzen Verfahren, wo man sagen kann, ah, das ist eigentlich nicht so gut, sondern es sind alles gute Arbeiten. Also vielen Dank auch an die Kolleginnen und Kollegen und dann wollte ich eins auch noch vor der Presse sagen, wenn man sagt, ja, jetzt kriegt er da 100.000 oder 70.000 oder was weiß ich. Es sind, wenn Sie das mal runterzählen, bei manchen Arbeiten 10 Mitarbeiter dabei, also die das machen in 3 Monaten. Und dann gibt es Fachingenieure für Haustechnik, für Tragwerk, für bis zum Brandschutz. Und deshalb ist das Verfahren von einem Wettbewerb etwas, was eigentlich nur in diesem Berufsstand der Architekten geschieht, die sind so blöd und machen das, sagen wir mal ganz offen, weil das Risiko ist ja relativ hoch, 29:1 und wenn noch ein paar andere bauen können, sagen wir mal 25:1. Das muss man einfach immer in die Waagschale werfen, wenn man sagt, wie ist ein Verfahren dotiert oder was ist der Aufwand? Der Aufwand ist enorm für diese Büros. Und deshalb vielen Dank an alle Büros, die teilgenommen haben. Es waren alles gute Arbeiten. So, die nächste Arbeit ist, da sind wir zu weit,
Das ist diese Arbeit von Thomas Müller, Ivan Reimann. Das sind übrigens die, die das Außenministerium in Berlin gebaut haben. Wir haben das dann immer dazu gesagt, dass man so etwas das einordnen kann. Die hatten sich zum Thema gemacht, dass sie vor allem am alten Haus sozusagen der Architektur weiterbauen. Es gibt aber etwas Zweites, dass das in der Höhenstaffelung ganz anders ist. Das werden Sie oben in der Ausstellung sehen, das ist wie so ein Klassiker aus den 60er Jahren. Man hat unten einen Sockel und dann hat man so eine Taille, wo das einrückt und darüber ist wieder ein Haus. Das heißt, der Lageplan ist, wenn man drauf guckt, zwar erhalten, aber er ist in der Höhenstaffelung ganz anders und es gibt verschiedene Ebenen. Und wir fanden dann doch, dass diese formale Behandlung dieses Zwischentraktes nicht so ganz das ist, was wir uns wünschten. Eine Arbeit, die sie ganz streng gehalten hat, ist der sechste Preis, die sie ganz streng gehalten hat an die Vorgabe von Ferdinand Heide, ist die Arbeit von RKW, die Sie hier sehen. Die hat etwas schon übrigens später mit dem zweiten Preis zu tun. Die Arbeiten sind ganz ähnlich, sie sind sehr, sehr konsequent durchstrukturiert. Diese Arbeit ist im Wesentlichen Hybridbau, also aus Holz und Beton. Viele hat es beschäftigt, wie gehen wir denn mit den Fragen der Nachhaltigkeit um? Und sie hat darüber eine Glashaut gezogen, da haben wir uns lange drüber unterhalten, ist das jetzt ein gutes Zeichen oder kein gutes Zeichen? Und die hat den sechsten Preis bekommen unter diesen guten Arbeiten. Und das ist auch eine gute Arbeit, aber sie ist dann mit der Frage der Fassade und der Komplexität, die daraus entsteht, etwas gewesen, aber auch der Strenge, die dahinter ist und auf die Frage der Teilbarkeit in Bauabschnitte eine Arbeit, die wir sagten, die ist dann mit dem sechsten Preis dann gut. Fünfter Preis ist ein Stuttgarter Büro, Wittfurt Architekten, die haben drei Glashäuser gemacht und unterschiedliche Sockelbauten. Jetzt können Sie auch vielleicht den Unterschied der Arbeiten dadurch erkennen, was am Anfang nicht immer leicht ist, weil ja die meisten schon auf dieser Grundlage arbeiten. Diese Arbeit ist auch eine sehr schöne Arbeit. Was uns beschäftigt hat und warum sie nicht dann weiter vorgekommen ist, ist der Umgang mit dem Sockel. Sie werden das oben sehen. Es ist ein ganz anderer Sockel, der aber auch einheitlich ist. Alle Häuser unten einheitlich mit so einer Keramikstruktur. Und das bedeutet eigentlich, dass man sich immer dran halten muss an diese formale Vorgabe, die da drin ist. Man kann es dann schlecht trennen, weil es eigentlich so, wenn aus einer Hand wäre, eine Einheitlichkeit bietet. Eine Arbeit, die dann uns die Augen öffnete, war die von Ordner und Ordner aus Berlin, das Büro. Die hatten jetzt das gemacht, was im ersten Preis wiederkommt. Nämlich überlegt, ob es gut ist, dass der westliche Riegel so lang ist. Und er ist natürlich so lang deshalb, weil Ferdinand Heide untersucht hat, wie viele Arbeitsplätze und so weiter kriege ich denn da rein und dann geschieht es. Und dann gab es die Forderung, dass aus dem Westen her, also wo man auf den Fernsehturm guckt, dass dieser Grünraum mit in den Campus hineinkommt. Das ist eine ganz wesentliche Überlegung gewesen, die Ferdinand Heide dazu geführt hat, einen Abstand zu dem Altbau zu machen, also zu dem Bestandsgebäude, sodass man hier die Ahnung wenigstens hat, dass da das Grün hereinfließt und sozusagen der Park dort durchläuft. Und dieser Gedanke wurde dort weiterentwickelt und dann sagte, ja, so etwas länger oder kürzer, ist es nicht konsequenter, drei zu haben, also drei gleiche Scheiben und dann einen breiteren Durchfluss von dem Grün in den Campus. Und das ist die wesentliche Weiterentwicklung, die uns auch die Augen geöffnet hat. Allerdings bei diesem Entwurf, das sieht man jetzt auf den Bildern nicht so, aber es wird sehr eng zwischen den Scheiben, denn ich muss ja die Fläche, die ich nicht unterbringen kann jetzt vorher bei dem langen Schlitten, die muss ich kompensieren und in den drei anderen unterbringen. Und es führt dazu bei diesem Entwurf, dass die Gebäudetiefen etwas groß sind, dass die Abstände nicht sehr, sehr schön gewählt sind, weil es einfach zu eng dann wird. Aber es ist ein unglaublich guter Hinweis darauf, wie man diese Frage im Umgang mit der Vorgabe, städtebaulichen Vorgabe, wie man damit umgehen kann. Der dritte Preis ist etwas, wo wir auch lange drüber diskutiert haben, nämlich das Verlassen dieser zwei Scheiben, die es am Anfang gibt, und zwei andere Bürohäuser zu machen, die in dem Fußabdruck kleiner sind, aber in der Gebäudetiefe größer.
Und da sieht man auch, und das ist sehr schön, und das ist eigentlich immer das Gute im Wettbewerb, dass man ja die Arbeiten nebeneinander sieht und immer vergleichen kann. Gibt es einen Vorteil oder ist es kein Vorteil? Der Campus ist da viel freier innen drin und hat mehr Luft, weil natürlich, wenn ich ein Haus dicker mache, kriege ich da mehr Fläche unter und dann brauche ich bloß die zwei Häuser und nicht die drei, die dann da stehen. Aber die Gebäudetiefe ist dann doch entscheidend in der Diskussion gewesen. Die ist dann weit über 20 Meter. Und wenn man 20 Meter tiefe Häuser hat, das kann sich jeder vorstellen, gibt es natürlich Schwierigkeiten. Also, ja, wie ist denn das mit dem Licht dann in der Mitte drin? Die anderen Häuser, viele, die schlanker sind, die haben etwa 17 Meter, das ist ein gebräuchliches Maß. Dann hat man einen sogenannten Dreibund, das heißt, man hat Außenbüros jeweils an den Fassaden entlang, hat zwei Flure und hat in der Mitte die Kerne und Besprechungszimmer und Sanitärzellen. Und das ist das Übliche. Und wenn Sie tiefer gehen, dann müssen Sie Büroflächen natürlich auch in der Tiefe anordnen. Und das hat einen Nachteil und deshalb ist es auf dem dritten Preis geblieben. Der zweite Preis, der Herr Engel sitzt da, vielleicht kann man das doch immer, wenn ihr schon da seid, kann man das immer sagen, Herr Engel mit seinem Büro, der Verfasser. Der zweite Preis macht nun zunächst mal, wenn man guckt, ihr habt alles richtig gemacht. Ja? Den Lageplan angeguckt, das ist so in die Höhe gezogen, das ist alles richtig. Übrigens auch sehr fein im Rhythmus hintereinander weg. Und es ist eine konventionelle Konstruktion, zuerst mal was das Tragwerk betrifft. Eine Besonderheit ist die Fassade. Übrigens ganz ähnlich habt ihr das gemacht wie RKW. Also die Ausgangsposition ist etwa dieselbe und es gibt einen sehr feinen Rhythmus, wenn man das anguckt, der durchgehalten ist durch diese ganze Arbeit. Das hat uns dann im Endeffekt schon beschäftigt. Und da gibt es dann Feinheiten, wo wir lange, übrigens lange darüber diskutiert haben, ist das die Lösung oder ist die andere Arbeit, die dann noch übrig war, die Lösung. Warum wir dann diese Arbeit nicht auf den ersten Platz gesetzt haben, hat einen Grund. Wenn Sie das hier angucken, dann sehen Sie, dass dieser Rhythmus durchgeht. Und eine der wesentlichen Aufgaben war, sich zu überlegen, ob der Campus, also die Hauptsache von einem Büro gemacht werden kann, aber die begleitenden Bauten, die außenrum sind, das ist die Logistik, das ist der Sport, das ist der Kindergarten, das ist ein Restaurant, ob man die durch andere Büros vielleicht machen lassen könnte oder ob man auch zeitliche Abschnitte findet, wo man das realisieren kann. Und das ist ein ganz essentieller Punkt, den wir dann beobachtet haben, weil diese Arbeit gerne alles aus einem Guss hätte. Also, Herr Engel, so haben wir es gelesen. Ist auch so, ja? Ihr habt so einen strammen Rhythmus, der durchgeht. Und dann haben wir lange mit der Stadt noch diskutiert, ist es gut oder ist es richtig, wie diese zentrale Achse, die jetzt entsteht, sich nach außen öffnet. Wir haben ja gegenüber nicht große Bauten und nicht Innenstadt, sondern wir haben so Nebensächlichkeiten, die so in der Stadt manchmal rumstehen. Die müssen nicht schlecht sein, aber es ist eine andere Struktur. Und da öffnet sich dieses Feld ganz stark und vorne ist, das ist schon elegant gemacht, eine Wasserfläche mit Springbrunnen und plötzlich gibt es so eine repräsentative Achse und die landet hinten auf dem anderen, auf dem Altbau. Und dieser Altbau wird ja immer gelobt als ein Zeichen dieser Bundesbank, einmal weil sie Stabilität natürlich und Solidität symbolisiert, zum anderen aber auch, und das ist glaube ich ganz wichtig, dass die Eingänge oder der Eingang dezentral ist und nicht in der Achse liegt. Ja, wir haben also zwei Erschließungskerne in der Mitte, den langen Teil, und es hat keinen zentralen Eingang. Und dann gibt es diese Kolonnade, die hochgeht, die da vorbeiführt an der Hauptkasse, die jetzt links hinter den Häusern ist. Und das hat uns dann zu einer ganz intensiven Diskussion gebracht, die ganz wichtig ist, glaube ich, nämlich nicht nur die Frage, funktioniert das alles und sind die Klos richtig und sind die Büros richtig und ist es eine ordentliche Konstruktion. Was ist das Bild der Bundesbank? Das Bild, das nicht nur in Frankfurt, sondern in der Bundesrepublik und in der ganzen Welt durchgeht. Das heißt, die Bauten der Bundesbank symbolisieren auch etwas, was die Republik wünscht an Baukultur.
Wie drückt sich das in der Architektur aus? Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und wir haben uns dann erinnert, Bundesverfassungsgericht, und das lernten wir auch. Die Bundesbank hat eine ähnliche Stellung wie das Bundesverfassungsgericht in der Unabhängigkeit. Das Bundesverfassungsgericht ist ja nicht ohne Grund von dem Paul Baumgarten in Karlsruhe nicht axial, sondern hat diese neue Vorstellung eines jungen demokratischen Republik, wie man da baut, ohne zentralen Eingang, ohne Achsen, sondern freier. Und wir haben uns erinnert an die Weltausstellung in Brüssel, Egon Eiermann, auch damals ein Symbol für die Bundesrepublik, sehr positiv in der Welt angekommen, die Eiermann und Sepp Ruf, diese Ausstellungspavillons in Brüssel. Und das war dann etwas, was uns beim ersten Preis überzeugt hat. Diese zwei Dinge, nämlich einmal die Haltung, die dahinter ist, die auf der einen Seite natürlich Solidität schon zeigt, auf der anderen Seite diese Leichtigkeit im Umgang mit der Fassade und mit den Innenräumen und mit dem Campus. Und im Unterschied zum zweiten Preis hat der erste Preis vorne zunächst mal einen Platz geschaffen, das ist ein baumbestandener Platz, und danach gibt es so eine kleine Zäsur wie so ein Filter, da sind die Wachen. Das heißt, es gibt einen Platz, den du öffentlich betreten kannst, ohne durch ein Tor zu müssen, und dann gibt es den zweiten Platz, der dahinter ist, der dann intern ist im Sicherheitsbereich. Und das ist ein ganz feiner Unterschied zu der Arbeit, die Sie vorher sahen, die ja mit dem Wasserbecken und den Springbrunnen anfängt. Und das Zweite ist, dass die Arbeit, und das sehen Sie nachher im Modell, wenn Sie da oben sind, dass die Arbeit unterschiedliche Möglichkeiten bietet, die Ränder zu bearbeiten. Das heißt, der Kindergarten, den wir rechts sehen, oder diese Frage, wo der Sport mit drin ist, auch die Frage der Logistik und dahinter das Restaurant, könnten auch von anderen Architekturen erledigt werden. Es ist nicht eines, wo man sagt, da musst du dich dran halten, sondern es ist so eine Vielfalt angeboten, und Vielfalt zeichnet ja vielleicht auch so einen Campus aus. Diese unterschiedlichen Welten, die aber gleichzeitig eine gemeinsame Welt sind. Und das hat uns dazu bewogen, und da waren wir dann in der Empfehlung einstimmig, dass diese Arbeit die Grundlage sein sollte, als Empfehlung für die Bundesbank, das so weit zu machen. Wir bedanken uns als Architekten, das darf ich für alle Architekten sagen, für den Berufsstand, dass sie diesen Wettbewerb durchgeführt haben. Bei aller Skepsis manchmal gegen Wettbewerbe, ich glaube schon, dass dieses Verfahren eines ist, das nicht unbedingt jetzt das Beste der Welt ist, aber es ist derzeit die beste Möglichkeit, über unterschiedliche Angebote sich zu unterhalten und durch dieses Abwägen von Vor- und Nachteilen dann die Arbeiten rauszufinden, die man weiter begleitet. Glückwunsch an die Preisträger, Glückwunsch an die Anerkennungen. Ich bedanke mich nochmal. Herr Lederer, ganz herzlichen Dank. Bevor wir jetzt zu Ihren Fragen kommen, die Kolleginnen, Journalistinnen und Journalisten, möchten wir als Bundesbank den Preisträgern und den Büros, die eine Anerkennung bekommen, eine kleine Urkunde überreichen. Herr Beermann wird das tun, und ich möchte zunächst mal Herrn Dennis Asser für das Büro Max Dudler zu uns bitten. So, hallo. Das Händeschütteln gibt es nicht für die Kameras, können wir einmal das so halten. Ganz herzlichen Dank. Und das ist eine Arbeit über die Architektur des Haupthauses, ein sehr schönes Wort. Wir danken Ihnen. Für das Büro Müller. Für das Büro Müller-Reimann bitte ich Thomas Werner zu uns. Herzlichen Glückwunsch, Herr Werner, auch da, wenn Sie es einmal halten, weil das Händeschütteln findet nicht statt. Sehr schöne Arbeit. Auch das Buch für Sie. Vielen, vielen Dank. Für RKW-Architektur ist Daniel Kaas bei uns. So, wir sind im Preisbereich, Herr Kaas. Herzlichen Glückwunsch für den sechsten Preis, wenn wir einmal in die Kamera schauen.
Nochmal, sind fertig. Das geht aber sogar auf. Nochmal. Vielen Dank, Herr Kahn. Für Wittfurt Architekten ist Herr Jens Wittfurt da. Hallo Herr Wittfurt, herzlichen Glückwunsch für den 5. Preis. Haben wir auch lange drüber gesprochen. Darf ich Ihnen das Buch auch geben? Ja. Danke. Und für Ordner und Ordner ist Roland Duda bei uns. Herzlichen Glückwunsch, Herr Duda, für den 4. Preis. Auch da, wenn wir einmal rüberschauen. Und vergessen Sie das Buch nicht, das unten runter. Danke. Für Schenker Salvi Weber ist Herr Andres Schenker da und Herr Harald Höller. Ich weiß nicht, wollen Sie jetzt beide kommen oder kommt einer von Ihnen? Wie sieht es aus? Kommen Sie beide nach vorne. Machen wir ein Foto zu dritt. Sie haben ja auch den 3. Platz. Vielen herzlichen Dank, herzlichen Glückwunsch. Dann und für KSP Jürgen Engel ist Herr Engel da. Lieber Herr Engel, das hat mich besonders gefreut. Herzlichen Glückwunsch. Doch, das bei einer Blindverkostung dann rauszukriegen. Ich weiß, wie Französisch bei einer Blindverkostung mal die australischen Weine ganz nach oben gezogen hat und die Rheingau-Weine nach hinten. Und deswegen bin ich besonders froh, dass das gelungen ist. Herzlichen Glückwunsch zum 2. Preis. Ja. Okay. Und wir haben es eben schon erfahren, es arbeiten bis zu 10 Architekten in einem Büro an einem solchen Entwurf. Und das Büro Morger Partnerarchitekten ist vertreten heute hier durch Meinhard Morger, Martin Klein, Henning König und Matthias Welp. Herr Morger, ich nehme an, Sie kommen oder kommen Sie zu viert? Sollen alle kommen, es gibt ein schönes Foto. Machen wir, ja. Obwohl Sie den ersten Platz haben, dürfen Sie zu fünft kommen. Lieber Morger, Sie müssen aber hier einmal bitte herzlichen Glückwunsch zum 1. Preis. Sind Sie froh? Arbeit hat sich gelohnt. Ne? Also Sie sind froh, wir sind Ihnen sehr dankbar. Wir danken Ihnen. Auf gute Zusammenarbeit. Ja, aber wie? Wir kommen nun zu den Fragen der Journalisten. Ich möchte Sie bitten, immer kurz Ihren Namen und Ihr Medium zu nennen, auch für die Personen, die uns im Netz folgen. Und Journalisten, die uns online folgen, aber bitte nur Journalisten, dürfen auch gerne in dieser Pressekonferenz natürlich Fragen stellen. Aber das geht schriftlich dann nur, wenn Sie online folgen, über die entsprechende Funktion auf der Übertragungsseite. Wer von Ihnen möchte ich bitten, wenn Sie bekommen ein Mikrofon und wenn Sie vielleicht aufstehen und Ihren Namen nennen, Sie dürfen den Mundschutz abnehmen, wenn Sie sprechen. Bitte. Ja. Man darf auch, wenn man sitzt, ohne Mundschutz hier sitzen. Das ist die Regel. Im Museum muss man einen Mundschutz bitte tragen, wenn man sich rumbewegt. Wir haben jetzt eine Ausnahme gemacht für die Preisträger. Aber wenn Sie hier sitzen, brauchen Sie keinen Mundschutz. Ja, Ursula Meyer vom Hessischen Rundfunk. Mich würde einfach mal interessieren, wie der weitere Zeitplan jetzt ist. Also nicht im Detail, aber die wesentlichen Schritte, die jetzt noch kommen. Und auch, ob Sie schon finanziell so eine Vorstellung haben, was das Ganze dann am Ende kosten könnte. Womöglich, ja. Also vielen Dank, Frau Meyer, vor allem, dass Sie die Frage nach den Finanzen erst als zweites gestellt haben. Das wissen alle hier im Raum, das ist noch viel zu früh. Also darüber zu spekulieren, würde Sie beschäftigen, aber uns keinen Nutzen bringen. Das kann man seriös nicht machen, das haben wir auch noch nicht. Die nächsten Schritte sind gleich da, vielleicht mal sagen, wo wir gestanden sind. Wir haben angefangen mit einer Diskussion 2016, wo wir erstmal die Entscheidung gefällt haben. Wir wollten also entsprechend auch raus, immer begleitet von der Stadt, also damals auch mit Ihrem Vorgänger. In einem ganz engen Dialog, dann haben wir die Entscheidung getroffen, auszuziehen, also ins FBC, unser Ersatzquartier dann im nächsten Jahr vor allem einzuziehen. Das wird einer der großen Schritte auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein. Dann haben wir innerhalb des uns vorgegebenen Zeitplans auch wieder zusammen mit der Stadt entsprechend den städtebaulichen Rahmenplan, also Ferdinand Heide Architekten, die Ausschreibung gemacht, das Ergebnis. Jetzt ist das die nächste Folge.
dass wir mit dem Architekten Wettbewerb, ich sag mal, neben den großen Leitplanken, die Ferdinand Heide gesetzt haben, jetzt mal festgelegt haben, wie viele Spuren auf die Straße sollen. Jetzt geht es darum, also festzulegen, wie das genau gemalt wird und aus welchem Material in die Straße gebaut wird. Wir gehen davon aus, dass die Verhandlungen dazu etwa ein Jahr dauern, dass wir also nächstes Jahr im Sommer soweit sind, dass dann die endgültigen Planungsaufträge rausgegeben werden können. Wir haben uns die Freiheit genommen, ich glaube bis zu 6 ist auch die Empfehlung, bis zu 6 verschiedene Baufelder bei uns auf dem Gelände zu machen. Also da gibt es noch viel zu tun. Parallel läuft noch eine ganze Menge. Wir haben einen Projektsteuer für das Haupthaus schon seit längerem. Wir haben jetzt einen Projektsteuer für die Neubauten und für die Gesamtprojektsteuerung. Also das läuft alles immer so parallel in geordneten Bahnen. Deswegen ist mir nochmal wichtig, den Aufsatz des Projekts also darzustellen. Denn wir als Bundesbank, als Zentralbank machen eigentlich Geldpolitik. Also unser Kerngeschäft ist nicht das Bauen. Und die entsprechenden Strukturen innerhalb der Bank aufzubauen, war ja auch mal eine Voraussetzung, die immer schon gut und gerne gebaut hat, aber mit einem solchen Projekt eine besondere Herausforderung hat. Dann die fachliche Begleitstruktur, wenn Sie so wollen, Günter Hofmann als der Dauerlotse an Bord, der mit seinem Gestaltungsbeirat, wo ja auch herausragende Persönlichkeiten drin sitzen, uns immer wieder auch eine Guidance gibt, das ist ganz wichtig, oder eben mit Herrn Lederer einen Lotsen an Bord zu bekommen, wenn es bestimmte Klippen gibt, wo man dann also sich genau auskennen muss, und das sachkundig zu machen, das in einem beständigen Dialog, den wir mit der Stadt haben, den ich auch als sehr angenehm empfinde. Denn es ist keiner, ja, aber Sie haben ja damals gesagt, sondern wie man unschwer hier auch erkennen kann, waren wir bei der städtebaulichen Planung, bei Ferdinand Heide, noch bei einer längeren Scheibe, haben wir jetzt gesagt, nee, muss eigentlich nicht sein, geht eigentlich auch so. Und das macht das Arbeiten so angenehm. Also die nächsten Schritte sind jetzt eben die Verhandlungsverfahren, dann im nächsten Jahr sind wir damit fertig. Dann die Beauftragung der Sanierungsarbeiten im Haupthaus, was ja auch immer parallel läuft. Das ist das, was wir uns fürs nächste Jahr vorgenommen haben. Die nächste Frage gerne, bitte. Ja, wir haben 2 Mikrofone, das ist dann die Qual der Wahl jetzt. Wer gibt das Mikrofon? Gut. Ja, guten Tag, Florian Leclerc, Frankfurter Rundschau. Ich habe Fragen zur Materialität. Ist das eine Bauweise aus Beton und Stahl und Glas? Wie sieht es da mit der Nachhaltigkeit aus? Vielleicht könnten Sie noch mal skizzieren, wo die einzelnen Gebäudeeinheiten untergebracht sein werden. Kita wurde erwähnt, Logistikzentrum wurde erwähnt, Sporthallen. Vielleicht könnten Sie das einfach noch mal grafisch andeuten. Bei der Gebäudehöhe der 3 neuen Hochhäuser scheint es so, als würde sich die an die Gebäudehöhe der Bundesbank angleichen. Das bitte noch mal bestätigen. Und was die zentrale Achse angeht, die gerade von Ihnen so sozusagen nicht als positives Beispiel hervorgehoben worden ist, ich sehe diese Achse tatsächlich auch im ersten, beim sozusagen im ersten Preis nur verdeckt von einigen Bäumen. Nicht wahr? Diese Bäume brauchen ja auch 40 Jahre, bis sie so groß geworden sind. Also wird man doch schon eine zentrale Achse deutlich sehen können, abends in den Nachrichten, nehme ich an. Und Bauzeitende war in der Mitte der 20er Jahre, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das wären so die Fragen. Ja, also ich darf vielleicht mal mit der letzten anfangen. Den Rest wird dann der Lederer machen von der Bauzeit her. Also wir haben es nicht eilig, es regnet bei uns nicht rein. Wir werden erst im nächsten Jahr auch dann endgültig mit dem oder ins FPC umziehen, sodass das Haupthaus leergezogen ist. Das ist eine sehr, sehr schwierige Baustelle anschließend auch. Ich darf an die hohen Sicherheitsmerkmale erinnern. Also Mitte der 20 Jahre finde ich sehr optimistisch. Also da muss man mal aufpassen. Ja, also ich bleibe dabei, gerne können Sie mir auch die Antwort geben, aber ich bleibe dabei, Mitte der 20 Jahre ist sehr optimistisch. Na, wenn Sie solche Bauten sehen, das dauert seine Zeit und gerade eben, weil es so schwierig ist, ist es ganz schwer zu prognostizieren. Also ich halte es da ähnlich wie mit dem Geld. Das macht im Moment keinen Sinn, da eine Prognose zu geben, wie viel es ist, denn dafür wissen wir noch viel zu wenig. Na, aber Mitte der 20er Jahre, da glaube ich nicht dran. Herr Lederer. Ja, jetzt... Also die Frage nach der Nachhaltigkeit, klar, wichtige Frage. Das ist eine Holzhybridkonstruktion. Das heißt,
Wir haben tragende Teile aus Holz, wir haben aber auch Teile aus Beton. Das liegt einfach daran, dass man es nicht ganz aus Beton bauen kann, weil wir ja Probleme vom Brandschutz und vom Schallschutz haben. Aber es ist eine Hybridkonstruktion, eine Möglichkeit, wie wir gerade versuchen, überhaupt im Bauen hauptsächlich mit Holz zu arbeiten, also mit nachwachsenden Baustoffen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, was die Fassade betrifft, die ist ja so leicht vorgesetzt, oder es gibt wie so, können Sie dann nachher sehen, man kann von außen an die Fassade ran. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt auch im Unterhalt von diesen Gebäuden, dass man also nicht mit dem Steiger hoch muss oder mit irgendwelchen Gondeln. Und das hat noch einen dritten Vorteil, nämlich das Hauptproblem unserer Häuser ist ja, was die Energie betrifft, nicht mehr das Heizen, sondern das Kühlen. Und wenn wir gute Verschattungssysteme haben und das ist einfach das A und O, dann können wir davon ausgehen, dass man mal schon einen Hauptteil der Energie, die in das Haus reingeführt wird, von außen im Sommer, dass man das abhält. Und das ist hier auch sehr gut gelöst, weil die Verschattung dann außen liegt. Die Frage der Bauhöhe ist die übrigens auch in der Vorgabe war, nicht höher werden wie das Bestandsgebäude. Es gibt einige Arbeiten, die etwas höher sind, die sich beziehen dann auf die Erschließungskerne des Altbaus und sagen, da können wir es ja noch ein Stück höher machen. Den Trick haben die nicht gemacht, die schaffen das, dass sie nach unten gehen. Und dann nochmal zu dem Bild der Achse, ich finde das schon einen sehr wichtigen Punkt. Also wie sieht man ein Haus oder wie begegnet es einem? Ist es eine Achse, die, wo man erwartet, dass hinten ein Tympanon ist und ein Portal und in der Mitte? Oder ist es eine Achse, das kann ja auch eine Achse sein, die begleitet, wo man begleitet wird und dann hinten ein Haus steht, das eben nicht axial sein muss. Ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied in der Haltung und auch in der Äußerung dieser Gebäude. Und wenn Sie auf den Lageplan gucken, dann kann man sagen, ja, da hätte ich auch drauf kommen können. Das ist so simpel und einfach, aber du bist ja nicht drauf gekommen. Und das ist der wesentliche Unterschied in den wirklich guten Arbeiten. Wenn Sie das nämlich von oben angucken, nur von oben das Bild, und wir beginnen mit dem Haupthaus hinten, und das soll bestehen bleiben, und das ist das Symbol. Es gibt aber ein zweites Symbol, und das war für uns, die wir die Bundesbank nicht kannten, unheimlich wichtig, weil die erste Frage von allen, die da reinkommen, die fragen, wo ist das Gold? Ist so. Ja, und dann merkt man, da gibt es diese Hauptkasse, das ist das quadratische Gebäude, das jetzt vor dem, auf der einen Seite liegt. Und der Kniff bei dem ersten Preis war, dass die sagen, wir setzen gegenüber diesem Quadrat ein zweites Quadrat. Also wir haben zuerst den Rahmen und dann die zwei Quadrate. Und dadurch kommt der Grünraum immer noch rein, auch über dem Haus. Und wir haben die Möglichkeit, in dem zweiten Quadrat andere Bürowelten unterzubringen, wie in den senkrechten, aufstehenden Häusern, die ja notwendigerweise einen Innenflur haben, also das System, das ich vorher sagte, in dem flachen Gebäude hast du viel mehr Möglichkeiten, unterschiedliche Arbeitswelten zu schaffen. Und dann kommen die drei. Und vor den drei kommt dann der Rahmen, der schon öffentlich ist. Also es gibt einen Sicherheitsbereich innen, und es gibt einen, wo ich nicht durch den Sicherheitsbereich durch muss. Das ist klar, wenn die Väter oder Mütter morgens ihre Kinder abliefern, dass für die Kinder nicht der Personalausweis abgegeben wird, sondern dass die vorne dann die Kinder abliefern oder in Sport gehen und dann erst kommt man durch den Sicherheitsbereich rein. Und da hat die Arbeit eine ganz leichte Zäsur, das heißt, wir treten da raus, von innen raus und kommen dann in diesen öffentlichen Bereich, der durch unterschiedliche Architekturen konfiguriert sein kann. Das ist ganz wichtig. Und auf der anderen Seite daneben, also dann, wenn Sie davor stehen, links davon, ist ein langes Gebäude, das ist das Logistikgebäude, das auch wieder anders sein kann. Das muss übrigens auch anders sein, weil bei allen Arbeiten offensichtlich die Logistik immer noch Probleme macht. Das kann man offen dazu sagen, weil das hängt an zweierlei, es hängt an den Architekten, die das nicht bewältigt haben, es hängt aber auch an der Ausschreibung, die das vielleicht nicht so klar sagte, was man will. Das ist immer so, das ist völlig normal. Und dahinter ist dann das Restaurant. Also das ist so, muss man schon einmal dazu sagen, diese
man muss da sehr genau reingucken, weil ja die Arbeiten auf den ersten Blick alle sehr, sehr ähnlich sind. Aber wenn man dann tiefer reingeht und man merkt diese Schichtung, dann wird es einem klarer, die Entscheidung, die auch dann dahinter steht. Und deshalb war es ja auch in der Empfehlung dann, wie die Bank fortfahren soll, einstimmig. Herr Josef, Sie möchten dazu auch noch was ergänzen? Der Höhe noch mal einen Punkt ergänzen. Neben dem Städtebau, der wichtig war, für uns war der Nukleus das Hauptgebäude. Deswegen sollten quasi die ergänzenden Gebäude das nicht übersteigen. Das ist natürlich auch nochmal die Frage des Planungsrechts wichtig. Das heißt, wir müssen in dem Fall kein neues Planungsrecht schaffen, was mit Blick auf den Zeitplan ja durchaus auch relevant ist bei einem solchen Projekt. Zur Frage Campus will ich schon noch mal ergänzend sagen, da in der Mitte, wo heute Parkplätze sind, Stellplätze, wird es eine neue Aufenthaltsqualität, insbesondere für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesbank geben. Das ist schon ein Riesengewinn für dich zu dem, was heute da vorhanden ist, nämlich die Stellplatzsituation. Sehen Sie es mir nach, die ein Stück weit auch unübersichtlich ist. Das heißt, man ordnet das ein Stück weit und es war ja auch der Grund, Herr Lederer, warum wir auch diese Arbeit auf Platz 1 votiert haben im Vergleich zu Platz 2, weil wir gesagt haben, dieser Campus, diese Mitte ist hier auch von den Gebäuden besser gefasst als durch die Arkaden bei der Arbeit auf Platz 2, die eher quasi einen geschlosseneren Eindruck machen. Und von daher ist es schon, was die Bäume angeht, sage ich jetzt mal auch ganz hart, Herr Lederer hat es angesprochen, das sind jetzt Visualisierungen. Das ist schon die Frage auch, wie sieht da eine Freiflächenplanung aus, wie sehen die Freiflächen aus? Es gibt im Übrigen durchaus auch die Möglichkeit, wie in anderen Städten größere Bäume von Anfang an zu pflanzen. Ich habe Städte gesehen, da war ein Neubaugebiet mit Riesenbäumen, die haben einfach ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen, da standen halt größere Bäume. Aber ich glaube, der Mehrwert der Aufenthaltsqualität bei dieser Lösung, insbesondere für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für die Bundesbank, ist schon sehr klar ersichtlich zu dem, was heute da ist. Ich würde gerne den Ball, Entschuldigung, zum Thema Nachhaltigkeit nochmal an Herrn Hoffmann auch weiterspielen, wenn das recht ist, weil ich weiß, dass der Gestaltungsbeirat sich damit ja sehr intensiv auseinandersetzt. Ja, ich hätte in dem Bereich der Nachhaltigkeit nochmal angesprochen. Und zwar die Nachhaltigkeit, die Sie nachgefragt haben, die bezieht sich aus unserer Sicht nicht nur auf die Gebäude, auf die Neubauten, sondern die Bundesbank hat von vornherein den ganzen Campus betrachtet. Es war also nie das Einzelgebäude, das nur im Vordergrund stand, sondern der Campus in seiner Gesamtheit muss nachhaltig für die Zukunft gestaltet werden. Das hat natürlich Auswirkungen, zum Beispiel sprechen wir hier über CO2-Neutralität insgesamt. Das heißt auch, dass der Altbau, also das Haupthaus, in seiner Sanierung hinterher ein Bestandteil des Gesamtenergiekonzeptes dieser Liegenschaft ist. Das heißt also, dass insgesamt der Campus mit den ganzen Gebäuden sich einer Nachhaltigkeitsstrategie der Deutschen Bundesbank nicht unterordnet oder dazu beiträgt, die zu erfüllen und dass das ein großer Teil auch der Planungsanstrengungen sein wird, diese Bank für die Zukunft an der Stelle, an der Liegenschaft im Stadtraum, stadträumlich einzugliedern und entsprechend den Energien, die zur Verfügung stehen, auszurichten. Also das ist ein großes Konzept und eine große Anstrengung, die notwendig sein wird, um auch die Neubauten in dieses gesamte Nachhaltigkeitskonzept einzubeziehen. Herr Böhrmann. Ich möchte Ihnen eine Zahl nennen, weil wir da sehr konkret ambitioniert sind. Wir werden die Zahl der Mitarbeiter ja fast verdoppeln auf dem Gelände und unser Ziel ist es, den Energieverbrauch in der Zeit zu halbieren. Das heißt also, wenn man das saldiert, haben wir eine Reduktion des Energieverbrauchs um 75%. Das ist das, was wir uns vorgenommen haben und wo uns der Beirat auch dazu geraten hat und das war auch eine der Rahmenbedingungen, wo wir auch im Preisgericht darüber gesprochen haben. Und mit den Geothermie-Erkundungen haben wir schon begonnen, das können wir vielleicht erwähnen. Da wird gerade Lärm gemacht auf dem Gelände und gebohrt. Wären tolle Sachen. Herr Lederer? Ja, es gab noch einen Punkt, den habe ich vergessen. Also unabhängig dieser Hybridkonstruktion, die Verfasser haben angeboten, ein Cradle-to-Cradle-Prinzip machen. Also die Materialien, die ich einsetze, dass die im Kreislauf sich befinden und die nicht entsorgt werden müssen und irgendwo landen später. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip, geistert ja gerade überall durch die Presse, aber das ist etwas, was die Arbeit beinhaltet und auch verspricht.
Die nächste Frage bitte von Ihnen. Ich habe zwei Fragen. Also wenn Sie kurz sagen. Mein Name ist Enrico Santefoller von der Bauwelt. Zwei Fragen. Die erste an den Herrn Hofmann. Was ist die Aufgabe dieses Gestaltungsbeirates? Wo liegt der in der Struktur zwischen Preisgericht, Bundesbank, Vorstand? Wo ist er da angesiedelt? Und aus was für Leuten besteht der? Die zweite Frage an den Herrn Lederer. Sie haben auf Eiermann auf Ruf referiert, auf die leichten, fragilen Pavillons. Finden Sie das nicht etwas seltsam, dass ausgerechnet ein Schweizer Büro jetzt diesen deutschen Geist der 50er Jahre repräsentieren kann? Also das muss man dazu sagen, Sie sind ja eher so der Vertreter einer konservativen Architektursprache, ne? aber es ist doch ein bisschen seltsam, ne? Das ausgerechnet, gut, die Basler sind jetzt ganz nahe an der Grenze, ne? Aber ich finde es trotzdem seltsam. Okay. Fange ich mal an. Herr Dr. Beermann hat es vorhin kurz angesprochen. Ich fand es sehr klug und wirklich vorausschauend, in die Zukunft schauend, von der Bank sich zu überlegen, mit welcher Struktur kann ich ein solches Projekt ohne größere Schwierigkeiten, sage ich mal, über die Dauer von mehreren Jahren, Jahrzehnten durchführen. Und es ist auch gesagt worden, dass die Bundesbank sehr viel selber baut, allerdings die Struktur, die Projektstruktur, sage ich dazu, für solch eine umfangreiche Maßnahme letztendlich nicht vorhanden war, beziehungsweise ausbaufähig war in diesem Sinne. Deshalb hat der Vorstand, namentlich Herr Dr. Beermann, sich nach einer Gruppe, einem Gremium von Fachleuten und Experten umgeschaut, die in vielen Bereichen, die das Campus-Projekt letztendlich angehen, ihre Expertise, ihre Erfahrung einbringen kann. Das geht letztendlich los natürlich bei der Architektur, bei dem Städtebau, bei der Stadtökologie. Das geht weiter letztendlich mit, ganz wichtig, haben wir gerade drüber gesprochen, Infrastruktur, das Ressourcenmanagement, was auf so einer großen Liegenschaft von Bedeutung ist. Wir haben über die Arbeitswelten gesprochen, das sind Fachleute, ein Fachmann dabei über Arbeits- und Betriebswirtschaft, das heißt, wenn man tatsächlich über verschiedene Arbeitswelten sprechen will, und dann natürlich das Projektmanagement und dann Verwaltungsorganisation. Das heißt, in dieser Gruppe ist es so, dass wir unter dem Ziel, das uns von der Bundesbank vorgegeben worden ist, als Beirat, nämlich die Qualität des Campus auszubauen für die Zukunft, auszustatten, aber nicht nur im Hinblick auf die einzelnen Bauten, sondern im Hinblick auf das Gesamte, und da kommt jetzt auch der Städtebau mit ins Spiel, im Hinblick auf die Stadtstruktur, auf die Entwicklung der einzelnen Quartiere, die möglich sind, und im Hinblick auf die Nachhaltigkeit, CO2-Freiheit. Da gibt es letztendlich von entsprechenden Fachinstituten dann diese Aussagen über die Energieeffizienz, die wir an jedem Haus auch brauchen, um letztendlich das Ziel zu erreichen. Und es ist ein großes Glück, und wir haben ein Team vorgefunden in der Bank, das den Beirat tatkräftig unterstützt und hilft, letztendlich diese Dinge immer auf den Punkt zu bringen. Und ich glaube, das ist das, was notwendig ist, dass wir Dinge offen ansprechen dürfen und dann fachlich auf den Punkt bringen, um diesen Punkt weiterzutragen in dem großen Bild des Projektes, das hier entstehen soll. Und ich glaube, diese Vorgehensweise ist für größere Institutionen, für Bundesbauten, wenn ich sagen darf, vorbildhaft. Herr Lederer, wer sind die legitimen Erben von Eiermann? Ich glaube, es geht gar nicht um die Frage, baut er wie Eiermann oder sowas, ist ja klar, sondern es geht um eine Haltungsfrage. Also über das Denken, ja, das Denken. Und
Und ich habe ja nicht bloß Eiermann erwähnt, ich habe glaube auch Sepp Ruf erwähnt und Paul Baumgarten, das, wobei Paul Baumgarten eher schon so ein bisschen konservativer ist, also gingen dann mehr in meine Richtung. Die Aufgabe eines Preisrichters ist überhaupt nicht rauszusuchen, was ich machen würde, überhaupt nicht. Das ist genauso wie beim Hochschullehrer. Du musst die Arbeiten unabhängig von dem, wie du selber arbeitest, die Qualität. Es geht nur um die Frage der Qualität. Und wir sahen in der Tat in dieser Haltung, die dahinter ist, in dieser Denke, die dahinter ist, da sahen wir einen ganz erheblichen Beitrag, der sich unterscheidet auch von vielen anderen Arbeiten. Es gibt ein paar, die auch so in diese Richtung gehen. Witford, Jens Witford hatte so etwa in der Richtung, also diese Leichtigkeit, die da drin ist und gleichzeitig auch diese Festigkeit. Ich weiß nur so viel, Herr Morger ist Kollege in Karlsruhe und lehrt früher hieß sie noch Fridericiania, wie es noch eine ordentliche Universität war. Und Eiermann ist ja einer dieser Vorgänger, die da waren. Ob ihn das inspiriert hat, das müssen wir ihn nachher fragen. Sie haben nachher die Gelegenheit, mit allen Preisträgern noch an ihren Modellen zu sprechen. Das nur als Hinweis und natürlich auch nochmal der Hinweis, der ist vielleicht vorhin schon gegeben worden, das war natürlich alles anonym im Preisgericht, das heißt, Sie wussten gar nicht, wen Sie auszeichnen, Das ist ein bisschen natürlich erschauernahe, aber nochmal, die Frage, die Sie stellen, ist eine wichtige Frage, weil wir immer über Personen und Quadratmeter und was weiß ich und über Vorprüfberichte, das sind wissenschaftliche Arbeiten, da brauchst du 2 Monate, bis du das begriffen hast. Aber die Frage, wie äußern wir uns, wie sieht unsere Stadt aus oder wie sehen die Häuser für dieses aus, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, in der Tat. Das ist ein Zeichen, ja? Ja. Ja. Ja, aber wir haben auch weitere Fragen. Noch eine Ergänzung von Ihnen, aber dann, ja, gut. Ich liebe Sepp Ruf und Egon Eiermann und ich meine, diese Kolleginnen waren auch in ihrem Schaffen Ausdruck der gesellschaftlichen Entwicklung unseres Landes zu der Zeit. Und das würde man heute vielleicht gar nicht trauen, sich zu sagen, in welcher Form wir hier bauen wollen oder in Zukunft bauen. Nur ich glaube, wir sind an einem Punkt in der Entwicklung unseres Landes, wo wir über solche Dinge auch nachdenken müssen. Und ich glaube, dass gerade bei so einem großen Bauprojekt dieser Punkt der Haltung, wie du es genannt hast, dass der von großer Bedeutung ist. Und ich glaube, wir werden das erkennen, dass das von großem Vorteil ist. Ich darf Ihnen jetzt das... Dankeschön. Volker Thies, Immobilienzeitung. Herr Dr. Beermann, Sie hatten eben erwähnt, dass die Projektsteuerung für die Neubauten und für das Gesamtprojekt vergeben worden sind. Welche Unternehmen übernehmen das denn? Das muss ich meine Mitarbeiter und Mitarbeiter anschauen. Was war das, ein Nicken oder war das... Also geben Sie mir noch Geduld. Also ich sage jetzt mal, also den Dialog haben Sie nicht gehört. Ich kann es Ihnen nicht sagen, ich muss es nachliefern und werde es dann nachliefern. Die nächste Frage bitte. Danke, Rainer Schulze, FAZ. Die Nutzung der einzelnen Baukörper habe ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz verstanden. Vielleicht können Sie bitte mal am Modell erklären, wo sitzt die Kita, wo sitzt das Restaurant, wo befindet sich die Sporthalle, wie werden die einzelnen Häuser genutzt? Und Anschlussfrage noch an Herrn Beermann, für wie lange haben Sie denn das FBC angemietet? Vielleicht könnte man daraus ja erschließen, wann Sie fertig werden wollen. Also der letzte Satz ist Ihre Spekulation, die mache ich mir ausdrücklich nicht zu eigen, aber wir haben für 7 Jahre und dann natürlich Anschlussmöglichkeiten. Also das ist, glaube ich, nicht das Problem, das ist nicht der Rechtsrahmen, sondern vielleicht darf ich dann doch mal was dazu sagen, also nicht zum Zeitablauf, sondern wir sind in einem Baumegaprojekt. Jeder von Ihnen, vor allem die Kolleginnen und Kollegen aus der Fachpresse, wissen das. Das, was wir machen, ist in der Dimension, glaube ich, relativ einmalig in Deutschland. Und das, was wir machen, ist auch mit neuen Methoden. Also gerade das, was so schwungvoll daherkam, was Herr Lederer gesagt hat, nicht? Also mit der Holzbauweise, das beschäftigt uns. Aber wir wollen diese Herausforderung auch mit den Möglichkeiten, wie wir sie haben, wir sind eben nicht die professionellen Bauleute, wollen wir sie trotzdem nutzen. Und da kriegen,
haben Sie natürlich Gedanken. Ne? Also ein Goldtresor aus Holz ist für uns schwer vorstellbar, wäre, glaube ich, auch kaum vermittelbar. Das heißt, wir haben im Laufe des Projekts haben wir so uns so viel vorgenommen, dass wir gesagt haben, wir möchten es lieber gründlich machen und nehmen dann auch lieber mal in Kauf, dass was länger dauert. Allein der Prozess, den wir beide gehabt haben, Herr Josef, ne, das kann man auch sehen, der Diskussionsprozess, das hätten wir viel schneller, mit sehr viel mehr Druck hätten wir das machen können. Dann wären wir vielleicht auch eher fertig geworden, aber es wären Verletzungen geblieben, es wären Dinge geblieben, die im Nachhinein, wie sich jetzt im letzten Jahr gezeigt hat, dann sich positiv insofern darauf ausgewirkt haben, dass eben unter der Führung von Herrn Lederer jetzt dieser Architekturwettbewerb sehr schnell gemacht werden konnte, weil man sich eben am Anfang Zeit genommen hat. Oder das zweite große, was wir uns da vorgenommen haben, ist also das Gesamtprojekt in der BIM-Technologie zu machen. Das gibt es noch gar nicht in Deutschland. In der Form, wie wir uns das vorgenommen haben, ist es einmalig. Das heißt, da müssen Sie Strukturen aufbauen, da müssen Sie anfangen, das zu machen. Und deswegen ist es so schwierig zu sagen, also wir setzen uns mal einen festen Zeitplan und sind dann und dann fertig. Denn dafür haben wir zu viele Elemente, die auf der einen Seite bei BIM zum Beispiel im Moment dazu führen, dass das ein oder andere länger dauert, aber dadurch, dass wir unsere Bauten selber verwalten im Facility Management, also im Lebenszyklus der Immobilien, uns anschließend 30 Jahre lang helfen, das Immobilienmanagement zu erleichtern. Da bin ich lieber bereit, mal ein Jahr mehr zu anfangen, bei der Implementierung zu opfern, als was mit einer herkömmlichen Methode zu machen, die dann dazu führt, dass wir den Lebenszyklus vergessen, nur damit wir sagen können, naja, wir als Bundesbank, wir haben also nicht nur pünktlich, sondern überpünktlich und dann in einem finanziellen Rahmen, den man auch seriös gar nicht sagen kann, gebaut. Das war jetzt ein bisschen ausführlich, nur Herr Schulze, dass Sie die Philosophie verstehen, die da dahinter steckt. Das ist nicht so einfach in diesem Projekt. Ich würde eine Frage von der Nutzung. Entschuldigung. Ja. Das Wichtige. Also jetzt tut der Pointer tut nicht, aber ich beschreibe es mal so. Wir beginnen rechts am Bild. Da sehen Sie das westliche Hochhaus, Büroflächen klar. Und dahinter ist dieses Quadrat, das entspricht der Hauptkasse. Da sind diese flexiblen Büroflächen drin, die nicht an die Bünde gebunden sind. Sondern da kann ich in der Tiefe dann auch versuchen, andere Bürowelten zu errichten. Vorne davor, vor diesem Hochhaus, das ich eben ansprach, ist der Kindergarten. Und der Kindergarten ist dann außerhalb dieser Sicherheitsgrenze. Und die Sicherheitsgrenze, die sehen Sie da, wo das kleine Dach hinter den Bäumen durchgeht. Das heißt, jeder kann vorfahren und kommt unter den Baumhain, den sich jetzt das Büro vorgestellt hat. Es kommt ja noch ein Wettbewerb für die Freianlagen selbst, das muss man dazu betonen. Und dieses ist die Zäsur dann. Und dann kommen wieder zwei identische, wie das rechte Hochhaus, zwei identische Hochhäuser. Die sind alle diese drei Bünde. Das heißt Büros außen in der zwei Flure und in der Mitte Treppen und so weiter. Also alles Büronutzung. Und davor sind diese Einrichtungen, wo auch die Sporthalle und diese Dinge drin sind. Die sind wieder von außen zugänglich. Und wenn wir jetzt um die Ecke rumgehen, dann sehen wir hinter dem Geldmuseum, dass da ist so ein Flachbau noch. Das ist die Logistik, das heißt, von da aus wird der Campus angeliefert, da werden die ganzen Dinge verteilt und so weiter. Das ist ein sehr komplexer Vorgang natürlich, weil bei diesen vielen Dingen, die die Bank macht und innehat und vielen Mitarbeitern, die Logistik getrennt sein muss in der Zufahrt auch von der Hauptzufahrt, ist klar. Und dann dahinter, hinterm Altbau, den Sie sehen, da erstreckt sich ja dann ein Grünraum bis hin zur Autostraße, zur Mikkelallee und da liegt noch ein Restaurant in dem Park drin. Das sieht man jetzt hier nicht, das sehen Sie aber nachher. Das ist die Grobstruktur und jetzt versteht man vielleicht auch nochmal das, was den ersten Preis ausgezeichnet hat, dass er im Innern, im Sicherheitsbereich eine ganz stramme Struktur hat, also ganz einfach die drei hohen Häuser, die zwei Quadrate und dass dann außenrum die anderen Häuser sich um dieses Rechteck orientieren, die dann, und das war ja das, was wir lobten, auch unter Umständen von anderen Büros gemacht werden könnten. So, das ist so grob einfach das Schema nochmal. Eine Frage an Herrn Beermann, die digital zu mir kommt, von Brigitte Scholtes vom Deutschlandfunk. Die Erweiterung der Bundesbank kommt in einer geldpolitisch schwierigen Zeit. Die Symbolkraft der Architektur spielt also eine große Rolle.
Kann die neue Bundesbank mit ihrer Architektur das Verständnis für die EZB-Geldpolitik besser vermitteln helfen oder ist das ein zu hoher Anspruch? Natürlich kann das besser vermitteln helfen. Also ich nehme es mal ganz, ganz technisch her best. Da sind Sie ja also der Spezialist bei uns, der Kommunikationsspezialist. Allein das, was Herr Lederer vorhin erklärt hat, dass wir die Bank auch öffnen, dass also gerade die Unterrichtung mit der Presse, mit der Öffentlichkeit vor dem Zaun stattfindet. Das heißt, da sind keine Sicherheitskontrollen mehr erforderlich, dass wir öffentlich zugängliche Stätten haben. Das war immer ein Wunsch auch der Stadt, dass wir also uns da ein bisschen weiter nach außen öffnen. Die Philosophie, Herr Hofmann, die wir auch im Beirat diskutiert haben. Und das ist natürlich auch etwas, was mit Erklären von Geldpolitik, was mit sich dem gegenüber öffnen zu tun hat. Die Diskussion, die wir in anderem Zusammenhang auch in den letzten Wochen geführt haben. Und deswegen glaube ich schon, dass die Architektur dort, wie ich es ja auch schon gesagt habe, insofern nicht den Zeitgeist widerspiegelt, sondern dass die Architektur schon auch die Aufgabe der Deutschen Bundesbank widerspiegelt. Wenn Sie sehen, das Haupthaus, 67 bis 72 gebaut, ganz alleine, massiv, im Stil der Moderne, ich sage immer Beton Brut, weil es das also, glaube ich, relativ stark trifft, da war die Bundesbank alleinstehend. So, jetzt erweitern wir uns, es kommen andere Elemente da vorne dazu, die aber trotzdem Respekt haben vor dem, was passiert ist. Also Bestand und Erneuerung, das hat was auch mit Geldpolitik zu tun, die wir eben jetzt im Rahmen der nationalen Zentralbanken und eben zusammen mit der EZB oder auch mit der EZB als die Stelle, die sie macht, dann eben auch darstellen und dem trägt das auch mehr Richtung. Es ist nicht ein Monolith, sondern es sind eben jetzt auch mehrere Gebäude, es ist eine Öffnung nach draußen und deswegen denke ich schon, dass wir, Herr Lederer, auch immer, wir haben viel, Sie haben es ganz zu Anfang gesagt, wir haben viel über die Funktion der Bundesbank gesprochen, wir haben viel darüber gesprochen, was machen wir und ich glaube, dass das also im Beirat sowieso, aber auch im Preisgericht relativ fest verankert war. Insofern, Frau Scholtes, natürlich hat Architektur auch immer was mit Symbolik zu tun, aber die Geldpolitik ist eine langwährende und deswegen muss man auch auf eine langwährende Architektur achten. Weitere Fragen aus dem Auditorium gerne, wenn Sie möchten. Das ist nicht der Fall. Möglicherweise möchten Sie ja nun auch mit den einzelnen Preisträgern Ihre Gespräche fortsetzen. Es folgt jetzt für Sie alle hier die größte Herausforderung für die Besichtigung der Ausstellung unter Beachtung von Hygieneregeln. Wir haben dazu Gruppen von Medienvertretern gebildet. Die erste Führung beginnt jetzt sogleich hier oben und die anderen würde ich bitten, sich noch einen Moment zu gedulden. Wir werden Sie dann zur zweiten Führung rufen. Die Preisträger sind individuell an ihren Modellen, also keine Eile. Und allen, die uns online gefolgt sind, denen möchte ich jetzt herzlich für Ihr Interesse danken. Sie sind natürlich herzlich eingeladen, sich die Ausstellung in den kommenden Wochen, Monaten, sind 3 Monate, hier im Architekturmuseum in Frankfurt anzuschauen. Und die Übertragung, die ist jetzt hiermit beendet. Danke.